Die DHV-News vom 23. September 2022. Wissing bremst Führerscheinreform. GdP, Polizeigewerkschaft will Legalisierung konstruktiv begleiten. Herzlich willkommen bei den DHV News. Wir machen mal wieder so eine Sonderausgabe Corona-Vorsichts-Georg im Büro Isolationsausgabe, weil ich mal wieder Kontakt hatte zu jemand Corona-Infiziertem, beziehungsweise diesmal kann ich sogar sagen, es geht um Christine Lüttke von der FDP, die drogenpolitische Sprecherin, die hat auch selber getwittert, dass sie positiv getestet ist und zwar am Tag nach dem Jahresempfang bei Herrn Blinert, unserem Bundesdrogenbeauftragten, da war ich am Dienstag für euch in Mission unterwegs, um für die Legalisierung zu kämpfen, wie immer und so weiter. Habe dabei auch 5 Minuten mit Christine Lüttke gesprochen oder eine Weile halt irgendwie. Insofern war das ein Risikokontakt und wir haben hier beim DHV noch recht strenge Regeln sozusagen bei solchen Geschichten. Und deswegen bin ich hier isoliert alleine ohne Martin, der im anderen Zimmer sitzt. Ja, und ansonsten, Frau Lüttke, noch gute Besserung, falls das auch nötig ist. Ja, sie hat was getwittert von leichten Symptomen, mögen die schon wieder weg sein. Und sie kam auch gerade zurück von dieser Reise aus Kanada und Kalifornien, wo sich der halbe Gesundheitsausschuss über die Legalisierung informiert hat. Ja, auch in diese Richtung, ja, toi toi toi, dass nicht der ganze Ausschuss jetzt erstmal ewig ausfällt oder so, falls sie sich das da geholt haben. So, ja, und jetzt noch eine kleine Anmerkung. Ich habe ja letzte Woche schon gefragt, ob wir mein Kunstwerk hier mal versteigern sollten, weil das so dollen Anklang gefunden hat. Ich hatte ja ein kleines Trostbild gemalt, weil die News vorletzte Woche ausgefallen waren, ja, und euch das geschickt so. Und das ist so gut angekommen, dass wir gefragt haben, ey, wollt ihr das ersteigern? Ja, weil einige gefragt haben, was kann ich dafür bezahlen? Ja, und dann haben wir gefragt und ihr habt gesagt, wir sollen das machen mit der Versteigerung. Ja, also das machen wir dann jetzt auch, beziehungsweise wir werden das schon gemacht haben, wenn diese News hier online gehen. Schöne Möglichkeit, mal wieder Futur 2 zu benutzen, hat man ja nicht so oft in der deutschen Sprache. Aber was dabei herausgekommen sein wird, das kann ich jetzt auch nicht sagen, während ich hier diese News aufzeichne. So, jetzt kommen wir aber zum inhaltlichen Krams, ne? Nämlich zuerst Herr Wissing mal wieder. Da haben wir ja schon mal berichtet gehabt. Mal kurz die Vorgeschichte. Es gab den Verkehrsgerichtstag vor einer Weile, einen Monat her oder so ungefähr, wo Herr Wissing in einem Interview gesagt hat, dass er nicht zuständig ist für THC-Grenzwerte im Straßenverkehr als Verkehrsminister. Ja, hat man sich schon ein bisschen gefragt, so, was ist mit dem los? Er hat gesagt, dass die Rechtsprechung das machen müsse, ja, also einen THC-Grenzwert festlegen und das ist definitiv verkehrt, ja, das muss nicht die Rechtsprechung machen. Hat sie zwar bisher, aber auch nur deswegen, weil die Politik das nicht getan hat. Bei Alkohol ist der Grenzwert ganz normal im Gesetz festgelegt von der Politik. Und so sollte das bei THC auch sein. Haben wir riesen Aktionen gemacht. Wissing am Zug, Hashtag, hat eine Weile getrendet auf Twitter. Ich habe einen Brief geschrieben ans Ministerium und so weiter. Und seitdem haben sich tatsächlich auch die Hinweise vermehrt, dass sich das Ministerium jetzt doch um diese Sache kümmert. Zum Beispiel ein FDP-Abgeordneter aus dem Verkehrsausschuss hat das auf Abgeordnetenwatch geschrieben, dass im Ministerium jetzt da irgendwie dran gearbeitet wird. Und auch Christine Lüttke hat getwittert, dass Wissing am Thema jetzt dran sei. Also soweit so gut, ja, erstmal scheint sich irgendwas zu bewegen da. Aber wir haben bisher leider keine offizielle Bestätigung dafür und unser Brief zum Beispiel ist auch noch nicht beantwortet worden. Insofern, das steht noch aus, aber Volker Wissing hat sich jetzt selbst auf Abgeordnetenwatch geäußert zu dem Thema und er behauptet jetzt immerhin nicht mehr, dass er nicht zuständig ist für diese Frage, hat also jetzt nicht nochmal wiederholt, insofern tatsächlich schon mal ein kleiner Fortschritt, denke ich, da waren so Proteste schon ein bisschen wirksam, ja, dass er das nicht mehr sagt, so ich habe damit überhaupt nichts zu tun, aber er hat in seiner Antwort eben auch gesagt, dass er das nicht jetzt machen will, sondern erst wenn das Legalisierungsgesetz durch ist. Ich zitiere mal seinen Text auf Abgeordnetenwatch. Der Bundesgesundheitsminister möchte noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis vorlegen. Alle weiteren Details werden zu gegebener Zeit und unter Konsultierung von Expertinnen und Experten erörtert. Also er schiebt das Thema auf die lange Bank und das, obwohl eigentlich alle
zuständigen Ampelpolitikerinnen gesagt haben oder haben durchblicken lassen, dass man die Führerscheinfrage, wenn es nach ihnen geht, eben auch unabhängig vom großen Wurf Legalisierungsgesetz regeln kann. Also auch gerne auch früher, als dann eben dieses Gesetz fertig wird. Und das eben anders als beim Thema Entkriminalisierung, wo sie das ja nicht tun wollten, wo sie gesagt haben, also alles, was jetzt irgendwie strafrechtlich mit Cannabis zu tun hat, das machen wir alles in einem Rutsch und nicht in zwei Verfahren. Aber Verkehrsrecht ist ja auch nochmal eine ganz andere Baustelle, die muss man da jetzt nicht mit reinwirken in dieses Gesetz. Das kann man sofort machen, das haben sie alle signalisiert. Ich sehe das auch so, ja, das sollte möglichst schnell passieren und hat ja nicht im engeren Sinn überhaupt irgendwas mit Legalisierung zu tun. Wissing sollte jetzt anfangen, was er für irgendwann später angekündigt hat, nämlich Experten anhören, entscheiden, Änderungsvorschlag an den Bundestag schicken und verabschieden lassen. Dafür ist er zuständig, dafür ist er verantwortlich und er ist auch dafür verantwortlich, wenn jetzt weitere Führerscheine entzogen werden in dieser ganzen Zeit. Und ja, bis man sich dann in ein, zwei Jahren, wenn es nach ihm geht, dann irgendwann mal über das Thema unterhält. Also wir haben immer noch ein Wissing-Problem. Ja, und da kann man nur hoffen, dass eben alle, die da jetzt dran sind, wie Frau Lüttke und so weiter, irgendwie ihn dahin kriegen, ja, dass er jetzt doch mal irgendwie was tut in dem Zusammenhang. So, und wenn wir gerade beim Bremsern sind, ja, da kommen wir jetzt leider nochmal weiter in die Richtung. Auch Thema Entkriminalisierung, was ich gerade genannt habe, passt da auch ganz gut rein. Wir haben von Anfang an ja immer gefordert, dass die Konsumenten so schnell wie möglich entkriminalisiert werden sollten, weil das viel einfacher umzusetzen ist als die Regulierung des kompletten Marktes. Das ist eine super komplizierte Angelegenheit, aber Entkriminalisierung geht ganz einfach, braucht man auch im Bundesrat nicht für, hätten sie schon längst machen sollen. Aber wir konnten uns da auf Bundesebene nicht durchsetzen, das ist mittlerweile leider klar. Ja, das werden wir nicht mehr erreichen, sondern sie wollen das unbedingt alles in einem Aufwasch machen, inklusive Entkriminalisierung. Gut, müssen wir zur Kenntnis nehmen, auch wenn wir es nicht gut finden müssen. Aber dadurch rücken die Bundesländer wieder in den Fokus. Weil die haben ja auch einen gewissen Ermessensspielraum, Strafverfahren wegen geringer Cannabismengen einzustellen. Und sie schöpfen diesen Ermessensspielraum bisher sehr unterschiedlich aus. Also da wäre in den meisten Fällen noch Luft, sage ich mal, bei den Bundesländern da, die Strafverfahren deutlich konsequenter einzustellen. Ganz abschaffen können sie nicht. Die Bundesländer können selber nicht sagen, wir machen gar keine Strafverfahren mehr, weil das tatsächlich Bundesrecht ist. Aber sie haben Einfluss darauf, wann diese Strafverfahren eingestellt werden, eben nicht zu irgendeiner Strafe dann am Ende führen. Und da können sie noch einiges machen. Auch da wieder haben wir Briefe geschrieben an die ganzen Landesjustizminister und haben die aufgefordert, den Ermessensspielraum voll auszuschöpfen, die geringe Menge anzuheben. In den meisten Bundesländern ist ja 6 Gramm, aber da kann man ruhig ein bisschen mehr geben sozusagen, damit auch schon mal ein Signal setzen in die ganze Debatte rein. Aber vor allen Dingen soll aus den Einstellungsregeln soll Einstellungsregeln werden. Ja, also die Staatsanwälte sollen regelhaft immer die Verfahren einstellen, wenn eben diese geringe Menge unterschritten ist und kein Handel nachgewiesen wird oder naheliegt oder so. Ja, also einfach Eigenverbrauchsmengen, die Leute irgendwie in der Tasche haben, da soll einfach immer eingestellt werden. Und im Moment ist das halt oft eine Kann-Regelung. Das heißt, die Staatsanwälte können das einstellen, müssen sie aber nicht, wenn denen die Frisur nicht gefällt von demjenigen, der da vor einem steht. Oder bei Wiederholungstätern. Ja, das machen viele Bundesländer beim ersten Mal, lassen die Leute laufen. Aber wenn man dann noch zweite oder dritte Mal irgendwie erwischt wird, dann ist wieder Strafe angesagt, was ja überhaupt keinen Sinn macht, wenn demnächst eben sowieso legal konsumiert werden kann. Ne, da kann man jetzt auch vorgreifen und sagen, komm, lasst uns die Strafverfahren wenigstens einstellen, wenn wir sie schon nicht abschaffen können. Das wäre in der Möglichkeit der Länder und viele machen das ja auch so, aber eben nicht alle. Und jetzt haben wir die ganzen Antworten, die wir bekommen haben, nicht von allen, aber immerhin die Hälfte der Länder hat ungefähr geantwortet. Und diese Antworten haben wir euch in einem Artikel auf der DHV-Seite zusammengefasst und leider durchweg sind die negativ. Kein einziges Bundesland hat sich da offen gezeigt, jetzt zu handeln und als Übergangslösung bis zur Legalisierung dafür zu sorgen, dass der Verfolgungsdruck da ein bisschen nachlässt. In manchen Fällen ist es auch nachvollziehbar, wie Bremen oder Berlin. Die haben jetzt schon bundesweit die liberalsten Regelungen mit Einstellungen bis zu 15 Gramm, auch regelhafte Einstellungen. Und da, die sind zumindest mal Vorreiter, sag ich mal, unter den Bundesländern, was eben die Entkriminalisierung der Konsumenten angeht. Aber wir haben natürlich auch Länder mit CDU-Beteiligung, insbesondere dann nochmal CDU-geführte Justizministerien. Bei denen haben wir natürlich nie erwartet, dass sie jetzt da Hurra schreien, wenn wir sagen, jetzt fang schon mal an mit Entkriminalisieren. Und da hat sich unsere Erwartung auch bestätigt.
Die finden die Legalisierung ja ohnehin negativ und die werden eher versuchen, das Projekt grundsätzlich zu kippen und zu verhindern und so weiter. Also auch da, ja, geht natürlich jetzt nichts Richtung Entkriminalisierung weiter, wo ein CDU-Justizminister sitzt. Und manche anderen Länder wiederum, die haben versucht, es für dumm zu verkaufen und haben uns erzählt, sie können an der Verfolgung gar nichts ändern, weil der Bund dafür zuständig ist. Und ja, das ist ja fast unverschämt. Ja, das ist erstmal eine Lüge und zweitens unterstellt uns das, wir hätten keine Ahnung vom Thema, von wegen eure Forderungen, lieber Handverband, ja, das ist gut und schön, aber das geht gar nicht, ja, rechtlich. Also tun so, als wären wir Gott weiß was für Greenhorns. Dabei ist ja offensichtlich, dass die Bundesländer einen Ermessensspielraum haben, weil er eben sehr unterschiedlich ausgefüllt wird und sehr unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern existieren. Zu den Einstellungsregeln der Verfahren haben wir auch, glaube ich, klar so ausgedrückt in unserem Brief und kriegen dann trotzdem so eine läppische Antwort von wegen, können wir eh nicht. Ja, also ärgerlich tatsächlich. Sachsen zum Beispiel, das hätten sie sparen können sozusagen, so eine Antwort irgendwie. Da fühlt man sich den dicken Finger gezeigt gekriegt von den Landesjustizministerien. Also da geht nichts vorwärts bei den Bundesländern, sieht jedenfalls derzeit nicht so aus. Und es werden weitere hunderttausende Strafverfahren vergehen, bevor man in Deutschland endlich legal zünden darf. Äußerst ärgerlich, ja, an keiner Stelle geht da irgendwas vorwärts. Kann man nur hoffen, dass tatsächlich der große Wurf Legalisierung so schnell wie möglich fertig wird. Auch das wird natürlich die Verfolgung der Konsumenten beenden. So, und Thema Bundesrat klang jetzt auch schon mal ein bisschen an, von wegen die CDU-Länder, die wollen ja eher versuchen, die Legalisierung zu verhindern. Da sind wir wieder beim Thema, wie kann man das verhindern, dass sie das verhindern? Ja, im Moment hat die CDU eben durch Beteiligung in vielen Landesregierungen noch eine Sperrmehrheit sozusagen, die sie organisieren kann im Bundesrat. Kann immer das eigene Bundesland zur Enthaltung zwingen, ja, selbst wenn eine Legalize-Partei als Koalitionspartner da ist und eine Enthaltung reicht nicht. Wir brauchen mindestens 50% positive Ja-Stimmen. Als nächstes steht jetzt die Wahl in Niedersachsen an. Am 9. Oktober sind da die Landtagswahlen und das wird jetzt mal wieder eben spannend, ja, dass wieder ein Bundesland, wo die CDU in der Landesregierung ist und da hoffentlich jetzt bei der Wahl rausfliegt. Da könnten wir wieder vorwärts kommen. Und wir haben auch wieder unsere Videos geschaltet mit einem etwas größeren Budget, mit der Aussage, ja, die CDU will die Legalisierung im Bundesrat verhindern. Geht wählen, verhindert die CDU. Habt ihr vielleicht auch schon wieder gesehen bei uns im Kanal. Ja, da sind wir jetzt wieder am Feuern in Niedersachsen. Hat möglichst viele Leute zur Wahl gehen. Auch die, ja, wenn ihr jetzt vielleicht in Niedersachsen wohnt und eigentlich gar keinen Bock mehr auf Politik habt und so weiter. Trotzdem geht bitte wählen und versucht mit uns zusammen die CDU da aus der Landesregierung rauszukicken. Die Chancen sehen sogar einigermaßen gut aus. Ja, nach den aktuellen Umfragen könnte das diesmal klappen. Aber wen jetzt wählen? Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Richtig begeistert seid ihr von allen Parteien vielleicht nicht. Und wir haben uns wie immer genau angeguckt, wie sehen die Programme aus, wie war die bisherige Arbeit im Parlament in Niedersachsen und was haben sie uns geantwortet auf unsere Wahlprüfsteine. Ja, wie so oft hat natürlich keine dieser Parteien 100 Punkte erreicht, sozusagen volle Wahlempfehlung ohne Hin und Aber. Die Linken zum Beispiel haben ein gutes Programm und scheinen auch recht engagiert bei der Sache zu sein. Aber die konnten eben in der vergangenen Legislatur bei der parlamentarischen Arbeit das nicht unter Beweis stellen, weil sie gar nicht im Landtag waren. Und es könnte auch jetzt wieder passieren, dass sie an der 5%-Hürde scheitern. Und inwieweit das jetzt für eure Wahlentscheidung relevant ist, ja, ob ihr unbedingt wollt, dass die Partei, die ihr wählt, auch im Landtag drin ist, dann ist schwierig mit den Linken, wenn ihr sagt, ist egal, ich will die beste Partei wählen, ja, dann kommt die Linke in Betracht. FDP ist auch wählbar und insgesamt bei unserer Analyse hat sich ganz ordentlich dargestellt, aber es gibt ein paar Schwächen im Detail, ja, also auch deswegen nicht 100 Punkte. Zum Beispiel der Eigenanbau steht bei der FDP im Wahlprogramm drin, aber auf unsere Wahlprüfsteine haben die dann geantwortet, ja, das ist natürlich schwierig, da sind wir skeptisch bei dem Eigenanbau und dann, bevor das kommt, wollen wir das erstmal sorgfältig prüfen. Also haben sich quasi ein bisschen vom Parteiprogramm distanziert, was irgendwie irrsinnig ist, ja völlig unnötig, haben die da ein paar Punkte verspielt sozusagen. Die Grünen wiederum haben ein gutes Programm, kann man inhaltlich durchaus empfehlen, aber die haben ja halt unsere Wahlprüfsteine nicht beantwortet, trotz mehrfacher Nachfrage, ja warum auch immer, dumm, unsinnig, Punkte verschenkt, muss nicht sein. Aber dadurch haben wir eben keine Position zu den Themen Führerschein und Eigenanbau auf unserer Liste, Checkliste und ja, auch das nicht optimal.
Ja, dass die CDU nicht gewählt werden soll, ist ja klar. Ja, ich denke, das ist jetzt schon rübergekommen. Die sind in Gefahr für die Legalisierung. Aber die AfD ist natürlich genauso unwählbar im Prinzip und eine Prohibitionspartei. Bleibt also die SPD. Da hätten wir schon vorletzte Woche nicht ernsthaft eine Wahlempfehlung rausgeben können. Da ist das Bekenntnis zur Legalisierung wirklich zu halbherzig. Ja, das haben wir ihnen da irgendwie noch in den Wahlprüfstein abgerungen. Ja, aber irgendwie, da haben sie sich echt hingekämpft. Man sieht das richtig an den Formulierungen, wie skeptisch die sind. Also das ist jetzt nicht wirklich überzeugend. Und jetzt kommt auch noch die Aussage von SPD-Ministerpräsident Stefan Weil ins Spiel. Also der hat bei Jung und Naiv dazu mal sich geäußert auf die Frage, ob Niedersachsen, dessen SPD-Ministerpräsident Weil ja ist, ob Niedersachsen im Bundesrat der Legalisierung zustimmen sollte. Und wir zeigen euch mal kurz die Antwort. Wird Niedersachsen der Cannabis-Legalisierung im Bundesrat zustimmen? Weiß ich nicht. Wir haben noch keine Vorschläge der Bundesregierung, aber ich gebe offen zu, ich bin nicht der größte Freund davon. Und zwar deswegen, weil wir haben ziemlich viele Suchtstoffe in unserer Gesellschaft. Kann man sagen, da kommt es jetzt auf einen mehr oder weniger nicht an. Aber vielleicht ist es auch schon zu viel, was wir derzeit an Suchtstoffen in unserer Gesellschaft haben. Es ist tatsächlich etwas, was insbesondere nach den internationalen Erfahrungen, soweit ich sie kenne, zum Beispiel das Problem hat, dass ja immer gesagt wird, ja, eine Legalisierung kommt selbstverständlich erst ab Volljährigkeit in Frage. Mhm. Faktisch ist es aber so, dass viele junge Leute ja viel früher anfangen und an der Stelle dann eben auch schon schlichtweg die Weichen gestellt sind. Und so tun sie es in der Illegalität. Ja, also das ist natürlich die mieseste PR für die SPD, die man sich wohl jetzt vorstellen kann, überhaupt unter Handfreunden, ja, da irgendwen zu wählen, der sagt, ja, nee, geht nicht so richtig. Ja, vielleicht falle ich meinen Parteifreunden auf Bundesebene auch in den Rücken bei dem Thema. Ja, ich habe zwar überhaupt keinen Plan davon, aber ich glaube, Legalisierung könnte vielleicht irgendwie nicht gut sein. Ja, also unglaublich, was ein Desaster bei dem Typ. Aber das ist auch erstens keine klare Absage gewesen. Ja, er hat nicht klar gesagt, er würde es ablehnen, wie von der CDU zu erwarten ist. Und außerdem kann man schon davon ausgehen, dass Herr Weil da von der SPD, wenn es dann hart auf hart kommt, wieder eingefangen wird. Das legen auch erste Statements dazu nahe, zum Beispiel von Carmen Wegge, die dann auch sagt, naja, wir reden dann schon mal noch mit Herrn Weil, ja, das ist für sie auch nicht vorstellbar, dass er da jetzt die Legalisierung kippt von Niedersachsen aus als SPD-Mann irgendwie, wenn man irgendwie an der CDU vorbeigekommen ist. Also ich denke auch, ja, das wird sich regeln lassen mit dem Herrn Weil und dann müssen ein paar Leute ihm dann mal erklären, aber dann wird das schon, ja, trotzdem macht nicht richtig Spaß, die SPD zu wählen, ja, auch wenn es sicherlich besser ist als die CDU, ne, als Alternative, aber die potenziellen Koalitionspartner der SPD in Niedersachsen haben auf jeden Fall besser geliefert, sage ich mal, was unsere Wahlanalyse angeht. Und ihr sollt ja auch nicht zur Wahl gehen, jetzt um die beste Partei der Welt zu wählen oder so, ja, sondern das kleinste Übel und um die CDU zu verhindern in der Landesregierung. Jeder, der nicht wählen geht, ist mit dafür verantwortlich sozusagen, wenn die am Ende doch noch da drin hocken und die Legalisierung scheitert möglicherweise. Aber wenn jetzt die CDU in Niedersachsen aus der Landesregierung rausfliegt, dann haben wir noch nicht ganz geschafft. Ja, aber dann haben wir zumindest wieder eine Perspektive, weil dann die nächste Chance im Herbst 2023 in einem Jahr bei der Wahl in Hessen liegt. Also wenn Niedersachsen jetzt CDU-frei wird und dann Hessen im nächsten Jahr, dann wäre tatsächlich der Weg durch den Bundesrat für die Legalisierung frei. Also schaut euch den Wahlcheck an, wenn ihr in Niedersachsen seid und bitte geht wählen und wählt nicht die CDU. So, jetzt noch eine Nachricht, die mir persönlich wirklich auch Spaß macht. Die Gewerkschaft der Polizei hat gerade auf ihrem Kongress eine kleine Cannabis-Revolution beschlossen. Jedenfalls für mich, sage ich mal, ja, wenn man das so lange beobachtet hat irgendwie und die GdP immer als Gegner hatte in allen möglichen Diskussionsrunden und Ausschüssen und so weiter. Die haben immer stramm gegen die Legalisierung gekämpft. Wirklich nervig, ja. Aber jetzt hat sich da was getan. Die sind zwar nicht explizit für die Legalisierung, soweit konnten sie sich noch nicht durchringen, die zu fordern oder so. Aber sie scheinen sich damit abgefunden haben, mit dem Plan der Ampelregierung und den Widerstand aufgegeben zu haben. Jedenfalls hat die Versammlung jetzt beschlossen, dass sie ein Handlungskonzept für die mögliche Legalisierung braucht, ne, für die Polizisten, damit da eben die Arbeit nicht total konfus wird irgendwie. Und die GdP schreibt selbst auf ihrer Homepage über die Versammlung Folgendes. Das Vorhaben, Cannabis in Deutschland als Genussmittel freizugeben, werde wahrscheinlich in den nächsten Jahren zu einem Abschluss gebracht. Die politische Ausgestaltung und Evaluation der entsprechenden Regelungen müsse die GdP konstruktiv begleiten, so die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Das schreibt die GdP selbst auf der Homepage.
Legalisierung konstruktiv begleiten, ja, die GdP, also ist nicht zu fassen, dass ich das nur erleben darf, finde ich großartig. Ich freue mich auf konstruktiven Austausch mit der GdP. Und zum Schluss noch eine traurige Nachricht, sollte aber nicht unerwähnt bleiben. Es ist mal wieder jemand gestorben, der für das Wissen über Drogen, insbesondere über pflanzliche Drogen in dem Fall, wahnsinnig viel beigetragen hat. Christian Rätsch hat dicke Standardwerke dazu rausgebracht mit erstaunlichem Detailwissen. Er ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international deswegen ein geachteter Fachmann in diesem Gebiet geworden. Und hierzulande hat Christian Rätsch die eine oder andere TV-Debatte bereichert, ja, den einen oder anderen zum Schmunzeln gebracht dabei vielleicht auch. Ja, war mal jemand anders sozusagen in so einer Reihe von Diskutierenden da im Fernsehen. Ich werde ihn insofern auf jeden Fall auch vermissen, ja, auch wenn ich jetzt nicht persönlich mit ihm furchtbar viel zu tun hatte, habe mich auch nur relativ, also ein, zwei Mal kurz mit ihm unterhalten oder so. Deswegen verweise ich lieber, was jetzt mehr Informationen angeht, auf den Nachruf. In der Lucy's Rausch stehen Claudia Müller-Ebeling, Markus Berger und Roger Ligensdorfer, in der Lucy's Rausch veröffentlicht haben. Ich packe den Link in die Videobeschreibung, da könnt ihr nochmal nachlesen, nochmal gucken, welche Standardwerke das nochmal waren von Christian Rätsch. Ich bin mir sicher, ein paar von euch haben die auch zu Hause stehen, während sie hier die News gucken. Dann gehen wir weiter zu den Terminen und haben Oldenburg, da ist ein offenes Online-Treffen am Sonntag, 25. September, DHV-Ortsgruppe. Dann eine Sache, die nichts mit der DHV-Ortsgruppe zu tun hat, nämlich Köthen. Da ist eine Podiumsdiskussion zum Thema Entkriminalisierung von Cannabis am Montag, 26. September mit Richter Müller. Und dann haben wir ein Gründungstreffen für eine DHV-Ortsgruppe, eine neue in Bad Bentheim, Donnerstag, 29. September. Dann trifft sich die Gruppe in Hamburg, auch Donnerstag, 29. September. Und noch ein Gründungstreffen, Freitag, 30. September in Würzburg. Wir kriegen eine Ortsgruppe Würzburg, wenn es gut läuft. Ja, wenn ihr Würzburger seid und da auch mal ein bisschen was reißen wollt und mal einen Infostand machen wollt und Leute überzeugen wollt und euren Teil beitragen für die Legalisierung. Würzburg, Freitag, 30. September. Weitere Infos jeweils bei uns auf der Homepage unter der Terminrubrik. Dann haben wir die altbekannte, mittlerweile traditionelle Demo in Stuttgart am 3. Oktober zum Tag der Deutschen Breitheit. Ja, also ich weiß nicht, wie oft ich den schon verkündet habe hier. Die Stuttgarter sind da sehr stabil unterwegs. Und Heidelberg, letzter Termin, hybride Teamsitzung des Handverbands Rhein-Neckar, Montag, 3. Oktober. So, das war's für heute. Liked dieses Video trotz der ungewöhnlichen Umstände hier. Aktiviert die Glocke und so weiter. Ja, Kanal abonnieren, bitte, ja, damit die 213.000 nicht wiederkommen von den Toten. Schickt uns über 214.000 am besten. Also Abo, Abo, Abo. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.